Wenn fünf Leute von euch mich anschreiben und sagen, unabhängig voneinander, und sagen, Stefan, guck dir Shape Hero Factory an, das Spiel wurde für dich entwickelt, das ist genau das, was du magst, dann muss ich das doch machen, denn ihr könnt ja nicht falsch liegen. Deswegen gucken wir uns heute Shape Hero Factory an, spielen das Ganze auf dem Steam Deck OLED. Ihr seht es hier unter mir, nein, ihr seht es nicht, da bin ich nämlich drüber, das ist die Demo des Steam Next Fests, der Steam Spielevorschau. Es gibt einen Aufstiegsmodus. Wir gehen einfach, aber einfach mal rein mit Einfall starten. Ich habe ganz kurz das Tutorial gespielt. Ich hoffe, ich habe da alles mitgenommen als an Infos, die ich brauche. Wir gucken einfach mal. Ansonsten werde ich jetzt halt grandios scheitern. Aber das ist dann auch nicht so schlimm. Worum geht's? Also, unsere Bücherwelt wird von irgendwelchen Bösewichten bedroht. Ja, sagen wir es mal so, bedroht. Und wir müssen ganz roguelike-mäßig einfach, die Welt retten. Aber da kommt auch noch ein Part Factorio mit rein und es ist unfassbar gut, das Spiel. Ich zeige euch einfach, worum es geht. Also, wir können uns als allererstes einen neuen Forschungsbaum aussuchen, wenn wir hier einmal ganz kurz gucken. Entweder Motivumwandlertechnik. Okay. Oder direkt ermöglicht es dir, direkte Angriffe zu verbessern und die Kraft und Reichweite zu erhöhen. Oder gewährt Zugriff auf den Motivumwandler. Diese Geräte verbrauchen zwei Materialien und wandeln sie in das Motiv deiner Wahl um. Keine Ahnung. Ich probiere das einfach mal aus. Ich habe das Spiel wirklich noch nicht so viel gespielt. Wird aber nachgeholt, weil das ist wirklich gut. Als erstes pausieren wir, denn in 3 Minuten kommt die erste Welle und dafür sind wir noch gar nicht bereit. Noch gar nicht. Wir gucken mal ganz kurz, was wir haben. Hier kommen gleich die Feinde, die müssen wir alle loswerden. So, und das hier ist unsere Leinwand, auf der wir malen können. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben hier blaue Farbe, wir haben rote Farbe. Hier schicken wir die Einheiten hin, damit die oben in der anderen Welt rauskommen. Hier haben wir ein Viereck. Wer Shapes gespielt hat, kennt das, dass wir hier mit verschiedenen Formen arbeiten. Also wir haben hier ein Quadrat, ein Dreieck, ein Kreis und grüne Farbe auch noch. Okay, wir gucken einmal kurz, welche Einheiten wir aktuell herstellen können. Und zwar können wir nur den herstellen im Moment. Das ist ein Held, den wir... Die können wir auch schon. Moment. Einheiten. Da gehen wir nochmal raus. So, also, den können wir herstellen. Das heißt, wir müssen ein Kreis und ein Dreieck zusammenfügen und dann kommt dieser Held dabei raus. Kriegen wir hin. Kreis, Dreieck. Also, Dreieck, Kreis, das haben wir hier. Das heißt, was wir machen, wir können halt nicht bauen. Das ist das Problem. Wir können halt nicht bauen und dabei die Zeit anhalten. Das heißt, was wir machen, wir nehmen den Motivmacher. Der Motivmacher, der extrahiert uns nämlich die Sachen. Wir nehmen eine Leinwand. In dieser Leinwand werden die Sachen dann bemalt. Die packen wir hier hin und mit den Förderbändern, die gehen hier hin. Und die gehen hier hin. Und jetzt kommen hier unsere Leute raus. Ups. Die schicken wir hier hin. So, das heißt, wir haben jetzt schon mal dafür gesorgt, dass die ersten Einheiten da oben rauskommen. Und wenn wir mal gucken, sehen wir, alles klar, da laufen die gleich her. Sehr gut, ist schon mal richtig gut. Was haben wir denn hier alles? Jetzt können wir erstmal noch ein bisschen gucken. Die Zeit läuft, das ist alles sehr gut. Unter mir ist übrigens einfach nur diese Karte hier, ne, mit der ich hier hin wechsle. Ja, das heißt, mehr ist da nicht zu sehen, deswegen gehe ich wieder runter mit der Cam. Also, was können wir denn bauen? Wir können Förderbänder bauen, wir können die Leinwand bauen. Das ist das, auf der die Einheiten gemalt werden. Wir haben einen Motivmacher, der extrahiert die Sachen hier raus. Wir haben einen Brückenförderer. Das heißt, wenn wir zum Beispiel von hier nach hier gehen möchten, können wir nicht, weil die sich kreuzen würden. Das machen wir mit einem Brückenförderer. Wir haben einen Verbinder und einen Teiler. Also können wir beispielsweise auch, und das machen wir jetzt auch mal, wobei ich das gerade echt blöd gebaut habe, sehe ich gerade. Moment. Wir nehmen den Teiler. Wir teilen hier. Und wir teilen hier. So. Dann,
Das wird jetzt schon wieder so richtig Factorio-like Spaghetti pur. Ich sehe es jetzt schon wieder kommen. Oh mein Gott. Ist egal, macht Spaß. Das ist das Wichtigste. Hier machen wir den hin. Denn die sind einfach zu voll. Ja, die sind zu voll. Und deswegen bauen wir noch einen zweiten hier hin. So. Ne? Das heißt, das wird aufgeteilt, das wird aufgeteilt. Dann können wir... Oh, die nächste Schlacht in 30 Sekunden. Wir gucken mal, was wir hier noch haben. Wir haben hier aktuell nur den Motivmacher. Ne? Hier haben wir bei den Farben einen Tropfer. Der Tropfer, der würde sich hier die Farben rausholen. Denn für manche Einheiten brauchen wir später auch Farben. Wir haben ein Rohr. Das heißt, das produziert die Tinte. Das geht halt nicht auf dem... Das ist einfach das Äquivalent zu den Förderbändern. Ein Brückenrohr. Aber jetzt gehen wir erstmal oben in den Kampf rein und gucken uns an, was hier los ist. Die erste Welle Gegner kommt, Wave Start und Attacke. Das sind jetzt die ganzen Einheiten, die wir losgeschickt haben. Wir machen das hier mal ein bisschen schneller. Ne? Guck mal hier auf 3, das ist okay. Kann ich die eigentlich auch an... Ne, cool, ich kann die auch anpieksen. Das seht ihr, wenn ich sehe, irgendwo brauchen die Hilfe. Dann piekse ich einfach mit, helfe meinen Leuten mit. Aber das war eine easy Welle, kein Problem. Kriegen wir hin. Wir haben ein paar Belohnungen bekommen, können auf jeden Fall weitergehen, beziehungsweise sind hiermit schon durch. Und jetzt müssen wir gucken, welchen Weg wir hergehen. Entweder, also hier gibt es ein Heldenrezept auf beiden Seiten, das ist dann ein normaler Gegner, das ist okay. Jetzt müssen wir mal gucken. Hier hätten wir ein massives Flammenrad, das dein Tor umschließt. Durch die besonderen Eigenschaften des Feuers wird der Schaden nahezu okay. Boomer sind. Ich gehe davon aus, dass das, wie gesagt, ich habe ganz, ganz kurz nur das Tutorial gespielt, weil ich das Spiel halt einfach gerne mit euch spielen wollte. Ich gehe davon aus, dass das irgendwelche Elite-Gegner sind. Hier ist wieder alles gleich. Hier haben wir noch so einen Elite-Gegner. Und hier gibt es entweder Mana oder ich möchte aber Erforschungspunkte. Vielleicht müssen wir aber auch rasten. Das heißt, ich würde mich gerne hierher halten, sodass wir dann hier entscheiden, also über den werde ich gehen. So dass wir uns dann hier entscheiden können, welchen Weg wir gehen. Ne, entweder so. Das heißt, wir gehen. Jetzt ist es eigentlich tatsächlich noch egal, ob wir hier oder hierher gehen. Ich gehe einfach hierher. So, wir erhalten ein Rezept. Und zwar entweder ein Schildträger. Okay. Das heißt, der Schildträger, da brauchen wir eine normale Figur, die wir hatten. Ja, also das heißt, wir müssen schon eine normale Figur haben plus ein Quadrat. Daraus kommt ein Schildträger. Okay. Dann gibt es Top-Tier-Helden sind zwar extrem mächtig, aber du solltest auch deine bestehenden Helden aufwerten. Die Produktionsfähigkeiten, die durch dieses Upgrade ausgelöst werden, können eine ganze Schlacht wenden. Das heißt, ich gehe mal kurz in den Heldenbaum rein, dass das einfach so Special-Superhelden sind oder so. Oder das ist die Heldenfähigkeit, dass der dann hier einen Stern bekommt. Also ich gehe davon, ich weiß es nicht, ich gehe davon aus, dass der aufgewertet wird. Aber wie der aufgewertet wird, einfach so? Keine Ahnung. Oder wir können auch einen Magier. Und der Magier bedeutet, dem, da müssen wir den normalen mit einem Dreieck. Die greifen beide für 3 an. Die haben, was ist das? Ausdauer. Okay, das heißt, die überleben nur 4 Sekunden anscheinend. Dann sind die wieder weg. Boah, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich nehme. So, da kann ich einschalten, welche Infos mir angezeigt werden. Boah, ich habe... Der taucht ums Tor, wehrt alle mit einem Schild ab, spawnt neben zufälligen Gegnern. Ich glaube, ich würde jetzt erstmal meine Einheiten einfach nur aufwerten. Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das gut ist oder nicht. Das heißt, wir spielen, wir müssen nicht immer alles neu bauen, sondern wir spielen mit unserem weiter. Und wir haben Level Up, wir haben Forschungspunkt bekommen. Und jetzt haben wir die Kreis... Oh, warte mal, da muss ich einmal ganz kurz gucken bei der... Kreis und Dreieck haben wir aktuell.
Das heißt, okay, ja, wie man auflevelt. Ich hoffe nicht, dass ich mein Aufleveln jetzt. Hier gibt es übrigens auch ein tolles Tutorial, ne? Auf jeden Fall. Na, warte mal, in den Forschungsbaum wollte ich jetzt noch nicht gehen. Ich wollte mir jetzt eigentlich. Genau, ich wollte aufleveln. Die Kreis. Wobei, eigentlich brauche ich die nicht schneller. Oder? Die sind ja eh voll. Ich glaube, ich nehme mir lieber zwei Forschungspunkte. Gucken wir mal. So, dann gehen wir jetzt einmal noch hier rein in den Forschungsbaum. Ich hoffe nicht, dass meine Zeit weiterläuft. So, damit können wir die Schere freischalten. Brauchen wir, glaube ich, noch nicht der Mixer. Okay, boah, das heißt, wir können sogar Farben mischen. Oder Geschwindigkeit der Teiler. Okay, oder Motivumwandler. Konvertiert ein Motiv in. Okay, das ist das. Den Motivumwandler brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Den wir ja anfangs. Ah, der Forschungsbaum, den wir anfangs freigeschaltet haben. Ich würde jetzt erstmal die Schere freischalten. Und das freischalten. Keine Ahnung. So, ganz kurz können wir jetzt. Wo ist denn unser abgegradeter Held? Ach, guck mal, hier kann ich noch weitergehen. Coming soon, coming soon. Das heißt, das ist alles anscheinend in der Demo noch nicht verfügbar. Aber so wie ich es verstanden habe, haben wir doch eigentlich einen Helden aufgewertet, oder? Oder nicht? Den Krieger? Hätte ich mir mal noch einen anderen geholt. Egal, ich glaube, das können wir durchlaufen lassen. Ich hoffe mal, dass wir das sowieso schaffen. Wobei hier kann ich immer, habe ich immer noch Punkte? Ach, ich habe immer noch einen Punkt. Okay, komm, dann machen wir das auch noch. Okay. So, ich muss mal gucken. Das sieht okay aus. Wir können hier theoretisch noch mehr rausholen. So wie es aussieht. Wenn wir auf den Motivmacher gehen. Die Frage ist, macht das Sinn? Hier. 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 Es wird wieder so Spaghetti. Es ist so schlimm. Ich glaube, ihr könnt euch gerade wirklich vorstellen, wie meine Factorio, ja, wie meine Factorio-Fabriken aussehen. So, das teilen wir. Das teilen wir. Aber jetzt muss ich ja mit dem darum. Ist ja völliger Käse, wie ich baue. Das ist ja völliger Mist. Völliger Mist. So. 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 Oh mein Gott. Ey, was mache ich nur? Ja, ich brauche gerade einmal ein bisschen Zeit. Dankeschön. Ich bin am Überlegen. Das ist ganz gut. Jetzt muss ich ja erstmal Platz machen. Pass mal, also gehen wir mal hier so. Dann können wir so. Und jetzt theoretisch. Oh mein Gott. Hier geht's weiter. Oh shit. Und hier geht's weiter. So. Das heißt, der geht. Aber es macht einfach unfassbar viel Spaß. Es macht unfassbar viel Spaß. So. Jetzt brauchen wir das. Ich habe nicht genug Mana. Okay, ich glaube, ich muss mal hier die Zeit weiterlaufen lassen. Denn wir kriegen 3 Mana pro Sekunde. Wie viel kostet mich das denn? 150. Okay, heißt, ich sollte nicht hier wie bekloppt Spaghetti-like irgendwelche Sachen bauen, sondern einfach mal dafür sorgen, dass ich mir auch genug leisten kann. Komm, so, okay. So, das haben wir. Jetzt würde ich den halt auch noch gerne dahin bauen, ne? Wir können ja schon mal.
das vorbereiten, dann können wir gleich die Leinwand da hinpacken und dann passt das. So. Ich muss sagen, ich finde es halt, also was ich extrem an diesem Spiel so feier und jetzt gerade einfach merke, dieser Factory-Style, ne, dieses Automatisierungsding, Bombe, unglaublich gut. Dieses Roguelike, such dir hier was aus, um stärker zu werden, unfassbar gut. Dazu mit den Einheiten produzieren, die Schlachten schlagen, unfassbar gut. Also eigentlich macht dieses Spiel alles richtig, was es nur im Ansatz richtig machen kann. Ihr seht, wir haben eine Akkulaufzeit hochgerechnet von ja, knappen 5 Stunden. Ich liebe dieses Spiel, Punkt. Also alle 5 Leute von euch, ich kann gar nicht mehr genau sagen, wer das alles war, die gesagt haben, hier Stefan, hol dir das. Vielen, 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 vielen Dank. Wie gesagt, das ist die Demo. Während Kampf läuft, gucken wir mal ganz kurz, wann die Vollversion rauskommt. Ich hoffe, dass das nicht lange dauert. Die Vollversion kommt raus. Oh, 3. Quartal erst. Egal. Ich gehe davon aus, dass wir hier noch ganz viel Spaß in der Demo haben werden. So, wir machen die Zeit schneller. Wir wollen ja noch weiterbauen, gucken, was passiert. Da sind schon ganz schön viele Gegner, die kommen, ne? Also ich würde mir jetzt gleich... Ich weiß halt immer noch nicht, was mir dieses eine Upgrade gerade mit dem Stern gebracht hat. Aber ich bin dafür, dass wir jetzt auf jeden Fall uns eine neue Einheit holen. Oben wollte ich ja, ne? Damit ich mir alles frei halte. Okay. So. Entweder am Bogenschütze, das ist cool. Angriff 10, das ist natürlich mega, aber Versand Überlebenszeit 3 Sekunden. Was haben die? Handeln sie sofort nach dem Einsatz? Okay, für Angriff aus der Ferne wird fähig, den Feind zu durchdringen. Okay. Die wären dann... Oh, das heißt, da müssen wir schneiden für. Okay. Dafür müssen wir schneiden. Ah, hier steht es auch. Schneiden ist kein Problem. Oh, dafür müssen wir für den Pikenier... Oh, nee, das ist mir zu viel. Das heißt, wir müssen die Quadrate schneiden mit den Dreiecken zusammen, um daraus so eine Lanze zu machen. Die mit den normalen... Nein, Nein, Pikenier auf keinen Fall. Der Magier einfach nur mit einem Dreieck. Das heißt, wir nehmen entweder den Magier oder den Bogenschützen. Der hat aber sehr viel mehr Power. Ich nehme den Bogenschützen. Auf jeden Fall ist der Bogenschütze hier die richtige Wahl. Und jetzt müssen wir... Okay. Genau, Schere haben wir freigeschaltet. Genau, das heißt, die schneiden wir gleich. Ich brauche mehr Mana. Das habe ich gerade gemerkt. Ich brauche mehr Mana. So, bevor wir weitermachen, gucken wir. So, das heißt, wir müssen Kreise schneiden. Wie machen wir das am besten? Die Schere habe ich freigeschaltet, oder? Die Schere habe ich freigeschaltet. Wir können auch Ausrüstung, die Helden, Dupli-Leinwand. Okay. Ich sammle das erstmal. Das macht mich jetzt alles irgendwie nicht so, dass ich mir denke, boah, das muss ich haben. So, die Kreise müssen wir schneiden. Wie machen wir das? Wir könnten... Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, den nochmal zu teilen. Den teilen. Mit den Einheiten, dass wir die Einheiten hier benutzen. Die und die Kreise teilen. Das probieren wir jetzt. Gucken, ob es klappt oder nicht. Das heißt, wir nehmen den... Ist der wirklich so rum, der Teiler? Das ist ja völliger Mist. Ist egal. Ne? Oh nee, so komme ich ja noch nicht mal drum rum. Moment. Das ist ja völliger Mist, was ich gerade mache. So, das muss weg. Das müssen wir wieder reparieren. Wobei, nein, das müssen wir gar nicht reparieren. Wir machen es jetzt so. Wir bauen das so.
Wir bauen das so. Und jetzt bauen wir den Teiler. Was mache ich hier? So. Jetzt weiß ich auch wieder, wie ich das machen wollte. Den bauen wir so. Den bauen wir so. Das heißt, die können wir jetzt schneiden. Wo habe ich die Schere? Wo habe ich die Schere? Hier habe ich die Schere. Die schneiden wir. Oh shit, da muss ich also nochmal um eine Ecke rum. Ist egal. Kriegen wir hin. Das heißt, wir gehen so. Na komm. So. Und ich, normalerweise mag ich gar nicht Spiele, die irgendwie sehr auf Zeit gehen oder so. Ne, aber hier stört es mich absolut nicht, dass hier die Zeit runterläuft mit der Welle. Das ist ganz wichtig. Also solltet ihr da auch so normalerweise sein wie ich, dass ihr sagt, boah, ne, irgendwie finde ich nicht gut. Stört mich absolut nicht, wirklich nicht. So, dann nehmen wir ja die, das habe ich gesagt. Oh shit. Euch habe ich zerstört, das tut mir leid. So, der schneidet und dann... Hä? Ich habe es voll falsch gemacht. Shit. Ich habe das voll falsch gemacht. Nein. Ich muss den hier nehmen. So, und jetzt... Ja, da ist er. Da ist er, der Bogenschütze. Das sieht doch richtig, sieht richtig gut aus, was ich gebaut habe. Sieht richtig gut aus. Ich liebe dieses Spiel, es ist so gut. So, Zeit lassen wir vorlaufen, weil hier kriegen wir jetzt sowieso nicht mehr viel hin. Wir könnten eventuell noch schauen, okay, wir brauchen mehr Mana. Mana ist ganz wichtig für uns. Wobei, jetzt haben wir gerade sehr viel. Ist egal, okay. Wie man Heldenfähigkeiten auslöst. Produziere während der Vorbereitung eine bestimmte Anzahl von Helden, um die Heldenfähigkeiten auszulösen. Denk dran, dass die Anzahl der produzierten Helden mit jeder Welle zurückgesetzt wird. Okay, müssen wir gleich mal gucken, wie viele das ist. Durch Ereignisse entlang deines Einfallswegs kannst du die Helden in deinem Kader aufwerten. Das haben wir ja, glaube ich, schon gemacht. Und dann können die Heldenfähigkeiten auslösen. Okay, das heißt, wir gehen hier nochmal kurz auf. Zack, so, wie viel müssen die denn... Dann haben wir eine Auslastungsrate. Wo sehen wir denn? Wo sehen wir? Wir holen uns mal ganz kurz hier die Zeit, um einmal kurz zu gucken, wie viele dieser Helden wir denn bauen müssen. Ah, jetzt hat er das. Okay. Ah, wenn wir 240 herstellen, dann haben die zwei Leben mehr. Dann kriegen die beim nächsten Mal bei 480 einen Angriff. Alles klar. Verstanden. Wir können die Zeit weiter oder beziehungsweise wieder wegmachen. So, Attacke, wir sehen, die sind jetzt auch schön. Oh, hier sehen wir übrigens ganz gut, dass wir hier eine schlechte Auslastung haben. Also hier ist definitiv Stau. Das heißt, hier können wir uns theoretisch noch was abzwacken. Vielleicht bauen wir den um, dass wir den, also dass wir die, dass wir aus den beiden mit dem geteilt, das wird der Plan. Hoffentlich weiß ich das gleich noch nicht, dass ich das vergesse. So, wir spulen vor. Und dann gucken wir mal, wie unsere neuen Bogenschützen denn zurechtkommen. Ich spiele das Spiel übrigens in Full HD auf 60 Frames. Ne? Also ihr seht, das ist... ja. Oh, die schießen durch die Feinde durch. Richtig cool. Oh, wir haben auch große Gegner dabei. Ich glaube, da müssen wir... Uiuiuiui, ich muss mal langsamer machen. Denn so wie es aussieht, müssen wir gleich wirklich mehr Helden produzieren. Die Welle geht noch 10 Sekunden. Okay, okay, okay. Wir können, glaube ich, auch mehrere... Ja, wir können auch mehrere Gegner, wenn wir die angreifen, mehrere auf einmal angreifen, wenn die alle in unserem kleinen Kreis drin sind. Okay. Das sah noch gut aus, aber... Boah, wenn ich jetzt auf den gehe, das ist... Ich wollte ja hier unten her.
Ich mache es jetzt für euch. Normalerweise würde ich jetzt hierher gehen, weil ich mich nicht stark genug fühle, aber ich möchte euch zeigen, wie so ein Elite-Gegner aussieht. Auch wenn das mein Ende ist. So, okay, wir bekommen mehr Forschung. Da muss ich jetzt gleich mal gucken mit den Forschungspunkten, was wir denn hier so machen. Ausrüstung. Ja, komm, nehmen wir das einfach mal. Dass die Teile auch noch schneller sind. Ja, die Umwandler brauche ich eigentlich gar nicht, ne? Die brauche ich nicht. Aber wir haben ja gesagt, wir bauen hier um. So, ich habe eine Idee. Aufpassen, ich habe eine Idee. Weil hier, das dauert alles zu lange. Das dauert alles zu lange. Das heißt, wir nehmen den Teiler. Ach ne, es ist gar kein Teiler. Wir nehmen den Teiler. Der ist schon wieder so. Egal, wir nehmen den Teiler. So. Okay. So, dann fahren wir jetzt einfach mal, um ein bisschen mehr Platz zu haben, hier so her. So, dann haben wir hier unsere Männchen. Das heißt, die eine Leinwand bauen wir hier hin. So, das heißt, die gehen da rein. Mit denen, die und die, das passt, das passt, das wird gut. Das passt nicht. Das passt nicht, da habe ich Mist gebaut. Ist aber kein Problem. Wir machen es einfach ganz anders. So. Oh mein Gott. So. So, so. So. Und Attacke. Richtig gut. Oder? Aber jetzt hat der Stau. Wollte ich den nicht teilen? Ich könnte ja theoretisch, pass mal auf, das müssen wir effizienter machen. Das kriege ich hier nicht hin. Mein Plan ist nämlich, doch, nee. Ach shit, das kriege ich jetzt so nicht hin. Egal. So, mein Plan ist, so. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Moment. So. Jetzt brauche ich mehr Zeit. So. Der geht hier rein. Die kommen da raus. Die produzieren wieder normale Einheiten. Der geht richtig gut. Richtig gut. Warum geht denn der nicht weiter? Weil der auch nämlich zu langsam ist. Das heißt, auch den teilen wir uns auf und zwacken uns normale Einheiten ab. Zack. Richtig gut. Jetzt habe ich nämlich auch keinen Stau mehr. Jetzt habe ich nämlich auch keinen Stau mehr. Wir können Gas geben. Und dann haben wir es gleich geschafft. Ist das der Endgegner? Ja, nee, der Boss hier, ne? Was ich da gerade gesagt habe. Genau, anscheinend dieser dicke Special-Boss. Wo ist er denn? Wo sind meine Leute? Da. So, zack. 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 Oh, ist das der? Ich glaube, das ist er. Gut, dass ich die Bogenschützen habe. Ah, die verschwinden so schnell, ne? Okay, ihr kümmert euch alle um die anderen. Ich gehe auf den. Komm, die Hälfte haben wir schon. Jetzt greifen die auch noch an. So, mehr. Oh. Der ist weg, der ist weg, der ist weg. Richtig. Ah, der hat zwei kleine daraus gemacht.
Aber die sind weg. Die sind weg. Wir haben es geschafft, glaube ich. Boah, das war schon knapp. Das war schon knapp. Okay. Ich würde gern was mit Farbe ausprobieren. Mal gucken, ob ich jetzt was mit Farbe bekomme. Erweitertes Magazin. Geschosse plus 1 für Helden mit Spezialeigenschaften. Ja, okay, nehme ich. Oh, das ist schon wieder so ein böser, ne? Ich würde halt eigentlich gern zu dem hier gehen. Wir schaffen das. Das ist kein Problem. Ich bin genau. So, also lässt sich Champions produzieren, transportiere Einheiten zur Klinge der Auserwählten, um diese Macht auf einige wenige zu übertragen. Transfertechnik ermöglicht den Zugriff auf Warp. Ah, das ist ein neuer Forschungsbaum. Okay. Auf Warp-ähnliche Ausrüstung wie Transportgeschirre, Portale, mächtige Werkzeuge, die allerdings nicht in großen Mengen eingesetzt werden können. Ich würde sagen, wir probieren mal Champions aus, ne? Oder? So, hier wird es langsam echt ein bisschen knackig vom Platz. Wir schauen jetzt mal, was wir hier freischalten können. So, die Klinge der Auserwählten haben wir schon. Heldenfähigkeitslevel. Haben wir überhaupt schon einen Champion? Wir haben doch gar keinen Champion. Wir haben gar keinen Champion, oder? Ah, guck mal, was ich gesehen habe. Es gibt auch sowas. Das heißt, hier muss man wahrscheinlich auch Dinge zusammenfügen, dass man zum Beispiel einen Kreis oder zwei halbe Kreise, keine Ahnung, wir werden es sehen. Was machen wir denn? Ja, hört sich doch ganz gut an. So, also, wir müssen Einheiten produzieren. Da werden definitiv viele Einheiten produziert. Ich würde sagen, weil ich gerne noch oder davon das nächste, dass die einen stärkeren Angriff haben, holen wir. Das Video geht schon über eine halbe Stunde, aber ist egal. Das macht zu viel Spaß, das Spiel. Moment. So, wo ist mein Motivmacher? So, hier holen wir was raus. Und hier, wir gehen jetzt hier oben her. So, Zeit, wir brauchen Zeit. Das braucht Zeit. So, hier teilen wir das nämlich jetzt direkt auf. Denn wir produzieren jetzt wieder sehr viele normale Einheiten. Das ist jetzt gerade unser Ziel. So. Das heißt, das machen wir so. So. Warum ich da jetzt hergegangen bin, keine Ahnung. Weiß ich nicht, ist egal. Wenn ihr euch fragt, wie ich das steuere, habe ich noch gar nicht erzählt. Selbstverständlich mit den Trackpads oder beziehungsweise mit dem rechten Trackpad, ne? Dann hiermit mache ich alles und ich bewege mich ansonsten hier und mit den beiden Schulterbuttons zoome ich jeweils ran und das war's. Mehr brauchen wir nicht. So, wir machen den hierhin, rein. Der geht hier rein, der geht hier rein und jetzt Attacke. Genau, wie gesagt, ein Farbtyp, ja, da brauchen wir einen Tropfer. Können wir einfach mal aus Spaß bauen, auch wenn uns das gerade einfach irgendwie gar nichts bringt. Aber dann wird halt die Farbe einfach hier reingehen. Und jetzt sorgt er dafür, dass hier blaue Farbe ist. Und das heißt, dann können wir die zum Beispiel blau anmalen. Beziehungsweise rot ist das ja jetzt, ne? Und dann kann es hier halt sein, dass dann irgendwie, wir hatten es ja gerade gesehen, dass dann zum Beispiel irgendeiner mit, ich weiß nicht, grüner Farbe oder so angemalt werden muss. Und dadurch haben wir dann Einheit XY. So, ne? Wir gucken jetzt mal, ob das was wird oder nicht. Klar, ich hätte jetzt natürlich noch ein bisschen mehr bauen können. Ich glaube, Mana haben wir jetzt genug. Wir nehmen mal zwei Forschungen. Was können wir denn hier so freischalten? Ich habe noch gar keinen Champion. Ist egal, wir schalten das einfach frei. Genau, hier sehen wir jetzt auch, dass das rot ist. Gucken mal, wie es wird.
Und ob wir da durchkommen oder nicht. Also das Quadrat brauchen wir aktuell noch gar nicht. Wir arbeiten wirklich nur... Ich habe halt nur zwei Einheiten. Das ist auch irgendwie gar nicht so gut, glaube ich, dass ich nur zwei Einheiten habe. Ja. Schauen wir mal. So, wie viel habe ich davon schon? Hier steht's. Hier sehen wir das. Auf der Seite waren wir die Heldenfähigkeit. Oh, das müssten wir eigentlich auch angehen. Ah, das war ganz kurz davor. Shit. Oh. Ein... Wird dem nur abgezogen? Oha. Ja... Ich glaube, wir haben jetzt gerade, oder ich habe gerade tatsächlich sehr viel Potenzial liegen lassen im letzten Level. Ich glaube, da hätte echt noch so einiges passieren können. Das war nicht so gut. Das hier scheint unser Leben zu sein, denke ich mal. Ob wir damit noch eine halbe Minute überleben? Ich habe keine Ahnung. Haben wir geschafft. Sehr gut. Tor-HP-Erholung während der Pause plus 30%. Okay, das hört sich gut an. So, jetzt haben wir hier noch einen Gegner und dann kommt... Ne, da waren wir schon. Das heißt, wir müssen jetzt hier... Wir gehen am... Ich gehe hierher. Ich möchte noch einen neuen Helden haben. Ach, guck mal. Ach, dadurch wird das freigeschaltet. Dann hat der Angriff plus 5. Wie gesagt, den Pikinier, das kann ich jetzt nicht mehr aufbauen. Angriff plus 1, nein, da möchte ich, also wir müssen jetzt mehr Bogenschützen bauen, damit wir 90 Bogenschützen bekommen. Und wenn wir das schaffen, dann sollte alles gut sein. Wir nehmen uns direkt mehr Zeit, wir haben 3 Minuten Zeit und wir brauchen mehr Bogenschützen. Die Bogenschützen machen wir mit Halbkreisen. Das heißt, wir nehmen einen Teiler, bauen den hier hin. Ziehen das runter. Gehen. Mit X drehe ich das übrigens, ne? So. Ziehen wir da rein. So, das sind die Halbkreise. Die teilen wir nochmal auf. Keine Ahnung, ob es was bringt oder nicht. Dass wir jeweils Halbkreise haben. Den zwacken wir ab. Daraus machen wir keine normalen Einheiten mehr. Das heißt, wir bauen den so hin. Nehmen einen Teiler. So. Dann werden die hier hergestellt. Wow. So. So. Die gehen jetzt erstmal hier rein. Ja. Mana habe ich mehr als genug. Das heißt, mein Spaghetti ist kein Problem. Besonders da ich davon ausgehe, dass wir gleich sowieso... Oder dass da ja dass das ja hier das letzte Level ist. Warum sind denn jetzt hier einfach nur Kreise? Hey, was habe ich denn jetzt gemacht? Shit, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe irgendwas Falsches gemacht. Nein. Ich habe den Schneider. Ja, nein. Shit. Ich muss die noch schneiden. So. 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 Okay. Jetzt
können wir nur noch die Daumen drücken, dass das alles klappt. Ich brauche, glaube ich, das ist, glaube ich, relativ egal, was ich jetzt wähle. Ich glaube, das spielt keine Rolle mehr. So. Okay, die haben wir. Ah, auf Bogenschützen. Ich glaube, da... Ich habe das verhauen. Hier könnten wir uns sogar noch... So, hier können wir uns noch ganz schnell, weil das einfach so viele sind, die wir gar nicht brauchen, machen wir das nämlich so. Und dann kriegen wir da noch ein paar von ab. Das heißt, hier kommen wir hoffentlich auf die 400. Aber ich hoffe, dass wir das schaffen. Weil plus 5 Angriff, das wäre halt wirklich massiv. Ne? Das wäre richtig, richtig gut. Komm. Boah, war das knapp. Und jetzt einfach nur noch Attacke, Leute. Boss-Battle. Ich möchte wirklich wissen, was passiert, wenn ich ein Boss-Battle gewinne. Oha. Wo ist er? Da ist er wieder. Ich kann einfach nur Daumen drücken, dass das irgendwie geht. Ich versuche den auch mit anzugreifen. Ich befürchte, ich werde überrannt. Ich habe noch Hälfte Leben. Er hat Hälfte Leben. Jetzt, wir haben ungefähr beide ein Fünftel Leben. Kommt schon, Jungs. Habe ich es geschafft? Ich habe es geschafft. Mächtigen Forschungsbaum. So, Erweiterung der Schriftrolle ermöglicht es dir, die Fläche deiner Schriftrolle zu vergrößern. Okay. Super Motivmacher. Zu hochstufigen Motivmacher. Die Motive in einem rasanten Tempo ausstecken. Das ist Ausspucken, ist auch richtig gut. Oder hochrangige Leimwände mit hoher Produktionsgeschwindigkeit ist auch gut. Aber ich möchte gerne noch schneller Einheiten produzieren. Und deswegen nehme ich den Forschungsbaum. So, wie geht es denn jetzt weiter? Ich habe das geschafft. Und bin anscheinend in Akt 2. Das heißt, ich bin immer noch nicht durch. Aber wir schließen dieses Spiel. Denn Akt 2... Ich kann das gar nicht so schließen, ne? Ne, kann ich gar nicht. Guck mal. Denn Akt 2, das werde ich alleine machen. So, wir gehen auf den Titel. Ja, ist gespeichert. Also, nochmal. Die Leute, die gesagt haben, Stefan spielt Shape Hero Factory. Vielen, 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 vielen Dank. Dieses Spiel vereint alles, was ich an anderen Spielen gut finde, dieses Automatisierungsfabrik-Element unglaublich gut, dieses Roguelike-Element unglaublich gut, es läuft unglaublich gut, Zeitlimit stört mich absolut gar nicht, weil sonst klar, ne, könnt ihr ja bauen bis zum geht nicht mehr. Ich habe halt immer gedacht, mich wird das so sehr unter Druck setzen, stört mich aber gar nicht, gerade weil ihr halt auch die Möglichkeit habt, die Zeit immer noch hier und da ein bisschen zu verlängern. Was soll ich sagen? Shape Hero Factory ist aktuell nach, ich würde sagen, vielleicht 50 Demos, 60 Demos gespielt, diese Spielevorschau. Vielleicht wird sich das noch ändern, aber Stand jetzt ist Shape Hero Factory für mich die absolute Nummer 1 des Steam Next Fests Juni 2024, beziehungsweise der Steam Spielevorschau. Das Spiel wird in Sekunde 1 nach Release gekauft. Bestes Spiel. Ich liebe es. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von Shape Hero Factory haltet, ob ihr es überhaupt geschafft habt, hier ein Dreiviertelstunde-Video zu gucken oder ob ihr es vorher schon ausgeschaltet habt. Ich werde mich jetzt an Akt 2 versuchen. Bin wirklich gespannt und ich gucke ganz kurz. Guck mal, neuer Aufstieg. Das heißt, wir können auch großes Wissen freischalten. Bedenkzeit haben wir dann mehr. Das werde ich gleich machen. Es gibt diesen Aufstiegsmodus.
Ne? Das heißt, das ist wie dieser Ascension Mode bei Slay the Spire. Erst müssen wir Nummer 1 schaffen, also hier Anzahl der gegnerischen Spawns. Wenn wir das geschafft haben, kommt Stufe 2. Das heißt, da kommt noch was Schwierigeres plus das aus Stufe 1 und so weiter. Das addiert sich dann immer mehr. Das heißt, die Demo wird mir, glaube ich, richtig, richtig viele Stunden Spielzeit geben. Ich bin gerade einfach unfassbar happy. Shape Hero Factory, meine lieben Freunde. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.